Und herzlich willkommen zurück zu Turbo Dismount, wo ich Yoga auf einem Truck mache. Jackass! Bester Anfang aller Zeiten. Und ich habe das sogar halbwegs. Naja. Das hier ist passiert, während wir so geguckt haben, ist das hier passiert. Ich bin einfach über den Bus geschleudert worden, dann hier gelandet. Wollte ich einfach noch machen in dem Level, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter zum nächsten. Skidmarks. Ist das eine Rennstrecke? Es sieht tatsächlich so aus wie eine Rennstrecke. Und wer eine Rennstrecke spielt, der braucht ein passendes Auto. Was passiert jetzt? Ach, es ist eine Rennstrecke, guck an. Ich bin schneller als du. Loser, Loser, ich schaffe die Viertelmeile in einer Sekunde. Was mir nicht besonders viel bringt. Was kann ich denn noch mit der Steuerung machen? Das war jetzt ein bisschen lahm irgendwie. Steering, was kann ich denn da? Ich kann das machen. Ich kann auf seine Spur fahren. Mach ich das mal? Mit ein bisschen weniger. Ja, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Das ist ein Smart. Kein Rennwagen. Wie ich ihn abhänge. Mann. 220 km/h. Ah! Ich muss einfach gucken, was hier neben dran ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich muss was Langsames nehmen, wenn ich. Ah, verdammt. So vielleicht. Das ist doch ein Witz. Wow. Ich verstehe nicht ganz, was man in diesem Level machen kann. Kann ich das nicht rauszoomen? Ich sehe nicht allzu viel. Ich kann hier sonst was machen, aber ich will ja eigentlich, dass er mich rammt. Was geht denn nicht, wenn das nur so ein Smart ist? Was nehme ich jetzt? Motorrad? Da muss ich ja so langsam fahren. Weil der rammt mich ja nie im Leben. Man guckt dir das an. Das Ding ist ein Toyota IQ. Das ist ein Viereck auf vier Rädern. Ich meine, das ist so ein Witz. Ach, ich gebe einfach Vollgas, komm. Jetzt steht hier wieder ein anderes Auto. Ich hab dich überholt, geschnitten. Tschüss, du dummes. Nein, 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 nein. Ich glaube, das hat er mir übel genommen. Und er liegt schon wieder so da. Achso. Ich hab nochmal geguckt. Jetzt ist schon wieder so ein halber Smart. Fang mich, wenn du kannst. Okay, er kriegt mich nicht. Ich sehe es schon. Das tut jetzt gleich ein bisschen weh. Wir haben 170 Sachen drauf. Und Ding Dong. Ah! Wie langsam er da rumfährt. Das ist Dismount, Kumpel. Das ist nicht... Fahr so langsam, wie du kannst. Ah. Ah, guck mal. Jetzt ist er schneller als ich. Dafür fahren wir ihm da hinten voll hinten drauf wahrscheinlich. Ich kann das immer schwer einschätzen, wie schnell die anderen Autos sind. Das ist echt schwer. Bumm. Oh. Warum wurde ich in der Hälfte gespalten? So schwer war der Aufprall doch gar nicht. Das muss ich mir mal in der Wiederholung angucken, was jetzt passiert. Also so schwer war der Aufprall jetzt auch nicht. Warte, ich mach mal so, so, bis da hinten. Oh, warte, zurück. Ach doch, weil ich so seitlich drauf gefahren bin. Ah. Ach, hier so. Boink. Und weil da die Lenkstange vom Motorrad war, deswegen wurde ich gespalten. Das steht mir jetzt auch schon wieder so ein Toyota IQ. Mann, ist doch nicht lustig. Ich meine, guck dir das Ding mal an. Meine Oma rennt schneller, als das Ding fährt. Das ist doch ein Witz. Was soll ich damit? Ich habe eine andere Idee. Jetzt steht da wieder ein anderes Auto. Gut, dann habe ich nicht... Ach, jetzt bin ich zu langsam, oder? Da habe ich nicht meine andere Idee. Vorfahrt genommen. Ah! Das ist nicht gesund. Jetzt aber zu meiner anderen Idee. Ja, da steht schon wieder so ein Toyota IQ. Ich ändere mal die Lenkung darüber, nehme mal The Wedge und mach mal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Turbo Pad, Turbo Pad, Turbo Pad. Mega Wall.
das Beste, was man machen. Ah ne, da hinten dann was? Dann nehme ich hier mal Oil Slick und da hinten Megawall. Das wird so uns sowas von zerstören. Besonders bei den Geschwindigkeiten. Los, Gas! Es wird den Toyota IQ. So. Turbo, Turbo, Turbo. Oil Slick, Megawall. Ah! Wie es scheint, habe ich mich in die elementaren Bestandteile meines Körpers aufgelöst. Aber mein Logo ist immer noch heile. Na, bis dahinter. So, jetzt kommen wir ins Schleudern. Und gleich tut's richtig weh. Boom. Ah. Okay, das war ein harter Aufbau. Ich krieg das nochmal hin. Oh, maximale Geschwindigkeit. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Oil Slick. Okay, es wird allmählich lahm. Hab ich ja schon mal gemacht. Das kann man sonst. Es ist schon wieder so ein blöder Toyota IQ. Gut, dann mache ich was anderes. Dann setze ich statt der Wand hier, stelle ich meine Big Ramp hin. Und dann fliegen wir mal kurz ins Weltall. Tschüss, schöner Toyota IQ. Oil Slick. Ah, wir gehen wirklich ins Weltall. Okay, da ist eine Wand, die ich auch gleich treffe. Ah, der Fall dauert Ewigkeiten. Bumm. Von dem Kopf zuerst. Ich kann ja auch solche Schlangenlinien fahren. Kann man auch machen. Jetzt fahre ich ihm vielleicht voll in die Seite. Nein, nein, nein. Auto außer Kontrolle, außer Kontrolle. Ah! Ah! Aua. Ich habe einen Fuß verloren. Schön. Wie sind diese Räder noch an der Karosserie befestigt? Kann mir das einer sagen? Wir gehen mal ins nächste Level. Was haben wir denn noch? Skidmarks, Freeway. Wir können hier da oben natürlich auch noch Workshop-Level, wenn uns die Level ausgehen. Freeway, das klingt extrem schmerzhaft. Okay, schmerzhaft genug. Ganz relaxed, einfach mal fahren. Oh, da ist ein Loch in der Brücke. Lame. Nochmal. Mit was anderem, was langsamerem. Beschissener Einkaufswagen. Hui. Oh oh, nein, 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 nein. Ah, nein, nein. Sieht nicht so gesund aus, wie es hätte sein können. Nochmal. Hui. Mein Name ist LPL und das ist Jackass. Bom, bom. Ah, nein, 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 nein. Mein Kopf ist noch dran. Ich wollte gerade sagen, sowas könnte man überleben, aber wenn ich mir anschaue, in welchem Zustand sein Torso ist, dann denke ich eher nicht so. Der ist tot, 100 Pro. Nochmal. Oh oh. Was? Wo ist mein Kopf und mein linkes Bein und mein rechter Arm? Aua, jetzt mal ganz langsam. Zum Einschlafen langsam. Bumm. Ah, nein, nein. Hat er mir gerade was abgefahren? Hat der Laster mir was abgefahren? Mal abgesehen davon, dass ich extrem verdreht liege. Das schauen wir mir gleich mal in der Wiederholung an. Der hat mir doch irgendwas abgefahren, oder? Ja, also das war der Aufschlag. Der hat mich meinen Arm gekostet. Jetzt kommt der Laster. Jo, Tatsache, der hat mir ein Stück von meinem linken Arm abgefahren. Aua. Weil es einfach so doof ist. Hä? Was? 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 Ich habe das durch das Loch geschafft? Ich war zu schnell. Ich mach das mal langsamer. Die Musik. Hui. Ich schaffe es? Nein, 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 nein. Ah, ah, ah. Okay, ganz kurz. Habe ich gedacht. Hey, ich bin in einem Stück. Gibt's nicht. Also das akzeptiere ich nicht. In einem Stück gehe ich da nicht raus. Töte mich. Da ist mein Logo.
Ah! Du hast mir meinen Huhn unter dem Arsch weggefahren. Sonst ist alles dran, ne? Naja. Also ich aber mal in der Wiederholung sehen. Ich hab mir voll das Huhn weggefahren. Ja, ich hab Gas. Also wir fliegen. Ja, er hat einfach nur das Huhn getroffen. Und ein Stück von meinem Körper. Ein Bein. Nee, ein Fuß. Nochmal. Mit dem Hühnchen. Nee, nehmen wir mal das Skateboard. Keine Ahnung, wie man so Skateboard fahren kann. Das sieht ein bisschen wackelig aus. Das ist doch gut. Hui. Der einfach so verträumt in den Himmel guckt. Hab mich da gerade noch ein Auto getroffen? Nee, ne? Langweilig. Nochmal. So. Ganz langsam beschleunigen wir auf unsere Crash-Geschwindigkeit. Oh, fuck. Aha. Ich bin immer noch in einem Stück. Das gibt's nicht. Also das Level ist bis jetzt das Beste. Einfach weil es so viele Autos hat. Nein! Ich sag nichts mehr. Boah, der Bus hat mich voll zerlegt. Das muss besser gehen. Ich will komplett zerfetzt werden, wenn es geht. Ganz langsam beschleunigen wir auf unsere Crash-Temperatur. Was? Temperatur? Aua! Ist es nicht... Sag ich das nicht verständlich genug? Ich will sterben! Jetzt nicht in echt, aber im Spiel. Ui! Okay, das ist tot genug für meinen Geschmack. Aha! Und so wurde ich zu einem Kopffüßer. Sieht echt so aus, als wären die... Oder ist das ein... Ah ne, das war ein Arm. Warte mal. Ui! Und dann... Was genau hat mich da eigentlich getroffen? War es ein Auto, oder? Ne, ist ein Lastwagen. Bis hier ist alles noch gut. Bis plötzlich aus heiterem Himmel... Oioioioioi. Und so wurde mein Arm zu meinem Fuß und wir zwei wurden beste Freunde. Und hier hinten sieht das echt aus, als wäre ich ein Kopffüßer. Ich meine, guck dir das mal an. Jetzt und jetzt haben sie sich in Füße verwandelt. Bis hier der Rest von meinem Torso angeflogen kommt. Einmal können wir noch, dafür ist noch Zeit. Mit Höchstgeschwindigkeit natürlich. Von epischen 55 Sachen ungefähr. Hä? Wo ist mein Kopf? Wo ist mein Kopf? Hallo? Ich will da runter. Wo ist mein Kopf? Das... Ich komm da nicht runter. Da! Wo ist mein Kopf? Das will ich sehen. Was? Was zum Teufel ist passiert? So. Nein, ich hab... Ich hab nicht aufgepasst, ich habe auf Reset gedrückt, sorry. Einmal haben wir noch. Jetzt mach ich's halt nochmal, verdammt. Ich bin so doof. Nein! Okay, das ist tot genug für meinen Geschmack. Ah! Nochmal, weil's so lustig ist. Hui! Ernsthaft, gerade da kamen keine Autos. Nochmal. Geht ja nicht sowas. Mal ein bisschen langsamer. Hui! Oh oh! Ah! Ah! Während ich hier über den Boden geschlittert bin, habe ich mich verdreht. Ja. Und in diesem Sinne, nachdem wir jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das anschauen werde. In diesem Sinne, nachdem wir uns jetzt mehrfach zerstückelt haben auf dieser Straße, sage ich Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal bei Turbo Dismount. Ah!